So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Attila Total War mit den Sassaniden. Es geht weiter. Und wir sind ja hier doch sehr erfolgreich über die letzten Runden jetzt hinweggekommen. Haben jetzt hier schon fast 10.000 Goldstücke erreicht. 9.900, 10.000 ist fast dasselbe. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben auch ein paar Truppen abgebaut, Wir kämpfen für euch, mein Industrie fleißig Freund. ausgebaut, und dadurch haben wir eben jetzt schon diese wirtschaftliche Stärke erreicht. Die weißen Hunden haben jetzt hier schon zwei Siedlungen zerstört. Ich denke mal hier mit der Stadt um Parthien. Dahestan, nicht Dagestan, Dahestan. Die Stadt wird sicherlich nächste Runde fallen. Die haben denen hier nicht viel entgegenzubieten. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier unseren Vasallen auch helfen, um diese Bedrohung schnellstmöglich zu beseitigen. Aber da kommen eben noch andere Horden. Es sind ja nicht nur die weißen Hunde. Hier im Norden haben wir jetzt auch die Sabiren. Also das wird ja nicht einfacher in Zukunft. Deswegen unterstützen wir da unsere Verbündeten, und wir können dann ja auch gleich wieder diese ganzen Gebiete hier aufbauen. Weiter geht's. Ah, wir können auch einen Statthalter einsetzen. Ah, jetzt können wir die auf einmal einsetzen, oder wie? Hey, warum können wir die jetzt auf einmal einsetzen? Das verstehe ich nicht. Ich konnte die doch die letzten Runden auch nicht einsetzen. Oder brauchen die ein Mindestmaß an. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz schauen. Brauchen die ein Mindestmaß an Einfluss vielleicht? Oder müssen die ein gewisses Alter erreicht haben? Naja, 29, 20, 30, die waren ja letztes Mal auch schon so alt. Naja, warum kann ich jetzt auf einmal die hier einsetzen? Das wundert mich. Warum kann ich die jetzt da einsetzen? Bin übrigens immer noch ein bisschen erkältet, man hört es wahrscheinlich raus. Aus der Stimme und ab und zu auch am gelegentlichen Räuspern. Der eine ist ein Magnat, das ist gut für Industriegebäude. Das ist also schon nicht schlecht. Ja, hier haben wir ja auch jetzt zumindest ein Industriegebäude erstmal. Bazar und Lehmziegeltrockner. Hier haben wir einen Steinbruch. Orientalische Docks, das zählt auch nicht. Ja, nehmen wir hier Persis. Setzen wir ihn erstmal in Persis ein. So. Und dann gehe ich hier auch erstmal auf. Rekrutierungskosten nicht. Entweder Korruption oder Wachstum. Ich meine, so einen großen Malus aufgrund der religiösen Differenzen haben wir hier nicht. Deswegen, ich gehe hier volle Kanne auch auf Beseitigung der Korruption und religiöser Einfluss. Das schadet nicht. Und wir können auch noch einen einsetzen. Und den setzen wir natürlich in Asuristan ein, weil Osrhoene ist ja nur eine Stadt. Wir können den ja auch jederzeit rauswerfen, aber dann haben wir da erstmal jemanden. Der hat eine Loyalität von 7. Und er hat jetzt eine Loyalität von 6. So, dann können wir auch hier einen Erlass aufsetzen. Auch wieder Beseitigung der Korruption. Sehr schön. Bereit zum Kampf. So, 5.600 Goldstücke haben wir noch. Da bleibt ja jetzt nicht mehr viel übrig. Ich hatte die paar Gebäude gebaut, die ich bauen wollte. Ah, doch! Susa, hier haben wir noch eine Option. Genau. Hier wollte ich jetzt das Adligenanwesen bauen. Oder den Karawanenunterschlupf. Was möchte ich bauen? Das geht vor allem auf Steuersatz und öffentliche Ordnung. Das geht auf reinen Wohlstand. Ich denke mal, zu Beginn ist der Steuersatz auch wieder ein bisschen nebensächlich. Auf der anderen Seite wollte ich ja öffentliche Ordnung auch hier ein bisschen verbessern. Das ist halt die Sache. Will ich mehr Einkommen und gleichzeitig aber eine Armee unterhalten, um hier jederzeit einen Aufstand niederzuschlagen? Oder möchte ich Stabilität und meine Truppen woanders einsetzen? Eigentlich eher Zweiteres. Ja, 450 aus Handel ist jetzt auch nicht so viel mehr. Wir nehmen das Adligenanwesen und diese 5 öffentliche Ordnungspunkte, die nehme ich mit. Ja. Die nehmen wir mit. Da haben wir jetzt noch 2600 Goldstücke übrig. So, in 2 Runden haben wir dann Aufstand. Ich bin gespannt, was für Rebellen hier entstehen. Kämpfen für euch, mein Herr. Ich erwarte Wir bleiben eure erstmal in der Stadt Befehle. noch. Und je nachdem, was für Rebellen das sind, werden die wahrscheinlich die Stadt erobern. Das reise ich erstmal noch ab. Und diese Rebellen werden wir dann auch befreien.
und ebenfalls unterwerfen, dass ich hier noch ein bisschen Pufferzone habe. Genau. Weiter geht's. Ah, die nach Minen wollen, Richtung Norden. Oh, die haben angegriffen, haben sich wieder aufgeteilt, aber sie haben die Stadt erstmal nicht niedergerissen, sondern eben nur ausgeraubt. So, natürlicher Tod. Ninsunu. Rebellion bevorstehend. Hier kann ich ja nur vergessen. Wer ist denn da jetzt gestorben? Hä, wer ist gerade gestorben, im Ernst? Ah, sie ist gestorben. Ninjunu, das ist die Frau gewesen von dem ehemaligen Großkönig. Okay, also nichts Wichtiges. So, die können wir jetzt hier erstmal noch einsetzen. Oder zumindest ihn. Ihn noch nicht, weil Einfluss kosten 20 und der hat erst 12 Einfluss. Na, das sollte noch anwachsen in den nächsten Runden. Ja, da haben wir einen Aufstand nächste Runde. Mal gucken, was da für Rebellen entstehen. So, hier gedeihen die Siedlungen. Ich werde hier aber auch nochmal ein paar Truppen rekrutieren. Persischen Herber, man sieht auch schon, die Truppen sind... Sind die besser? Ne, der persische Herban ist tatsächlich nicht mal besser als die Paigan-Schar, obwohl Schar irgendwie doch ein bisschen abwertender klingt. Na doch, die haben mehr Nahkampfschaden, die haben bessere Speere, ja. Statt 25, 32, aber ansonsten ändert sich da nichts. Ansonsten ändert sich nichts. So, in Ktesiphon können wir jetzt noch ein weiteres Gebäude hier bauen. Hier haben wir ja schon die Kavalleriekoppel. Wenn wir den nächsten Überschuss haben hier, also dass wir noch zwei Überschüsse haben, dann werde ich hier noch ein weiteres Rekrutierungsgebäude bauen. Und ansonsten... Ich überlege tatsächlich sogar, ob ich hier sogar einen Tischler baue, dass wir Onaga rekrutieren können. Er wird ja auch Rumpfstärker von Flotten. Oder noch ein Plaza für die öffentliche Ordnung. Dass wir auch Ruhe haben. Ich denke mal, langfristig brauchen wir kein Plaza für die öffentliche Ordnung. Ich könnte auch ein Ausrüstungslager bauen und an der Stelle hier gleich mal einen Rüstungsschmied oder einen... Oder einen Waffenschmied. Rüstungsschmied oder Waffenschmied, das ist die Frage. Ich denke mal eher der Rüstungsschmied. Rüstungen sind mir ein bisschen wichtiger. Vor allem bekommen die Einheiten noch Erfahrung. Ja, ich baue tatsächlich jetzt hier ein Ausrüstungslager. Da haben wir jetzt das Ausrüstungslager gebaut. Ja, wir haben mittlerweile auch 10.000 Einkommen. So, das sind die Hunden. Ich denke, ich werde den Hunden jetzt hier in den Hinterhalt legen. Ich hätte aber gerne noch ein paar höhere Chancen auf Hinterhalt. Wie kann ich Persien dienen? Aber schade. Greif die mal an. Dann bewege ich mich hier noch ein Stück in die Richtung. Hier könnten wir jetzt auch Herbandtruppen rekrutieren. Armenische Speerträger. Oh, die sind gut. Die sollten wir uns holen. Nächste Runde werde ich mir die auf alle Fälle in die Armee holen. Weil die haben einen Rüstungswert von 58, 36 Nahkampfabwehr.
Ja, die sind weitaus besser als die, die wir hier aktuell haben. Also, aber ansonsten kann ich hier auch keine weiteren Gebäude wirklich bauen. Nö. Ja, den Farbmacher können wir noch bauen. Der verringert nicht die öffentliche Ordnung, sondern nur die Verarmung. Dann machen wir das, genau. Da haben wir dann noch ein bisschen Geld ausgegeben. Und ansonsten sparen wir uns das Geld erstmal jetzt an. Ja, da sparen wir uns das Geld ein bisschen an. So, nächste Runde haben wir dann auch schon die feste Besteuerung des Landes. Ja, die werden sicherlich angeschlagen sein jetzt, ja. Und ich werde jetzt hier mal die Klientel-Türme, weil jetzt kann ich denen doch Befehle geben, das ging am Anfang nicht. Bekommen die jetzt hier erstmal alle Befehle auf die Hunde zu ziehen. Weil die haben wir sonst, glaube ich, nichts zu tun. Ja. Diese mit den Kartliern im Krieg, die will ich da jetzt nicht abhalten. Mazunisch kriegt auch noch einen Befehl. So, auf die weißen Hunden. Dann haben die jetzt alle ihre Befehle und schicken ihre Truppen entgegen. So, ich bin aber sehr zufrieden auf alle Fälle mit dem Einkommen. Und da können wir uns dann auch schlagkräftige Armeen dann einfach rekrutieren. So, weiter geht's. Mal gucken, was jetzt hier für Rebellen entstehen. So, der hat noch eine Verbesserungsmöglichkeit. Öffentliche Ordnung. Und Wohlstand aus Industriegebäuden. Ja. Das ist ja genau die Region mit der Goldmine. Weiter geht's. Was haben wir für Rebellen? Okay, wir haben oströmische Rebellen. Ah, die Lachmiten kümmern sich direkt um die. Danke. Und die weißen Hunden greifen mich an. Demnach wird das jetzt hier die erste große Schlacht sein. Wir stehen mit 2000 Mann, 1800 Mann gegenüber. Ich werde mich ganz gerne zurückziehen, weil ich möchte, dass die hier die Hauptarbeit leisten. Die haben auch einen Befehl, jetzt dort anzugreifen. Ah, die verfolgen mich, okay. Dann werden wir die Schlacht jetzt spielen. Einfach wird das nicht. Er hat sogar einen Onaga. 1, 2, 3, 4... Vier Fernkampfbogenschützeneinheiten. Ansonsten halt viel Kavallerie. Diesen vielen Kavallerieeinheiten habe ich selber viel Kavallerie entgegenzubieten. Und wir haben eben auch viel Geschosskavallerie. Ja, wir gehen in die Schlacht. Die erste Schlacht. Sassaniden gegen die weißen Hunde. Und ich hoffe doch, dass wir diese Schlacht jetzt gewinnen. Sodass unser Klientel-Königtum dann nur noch den Rest machen muss. Hätten wir natürlich die erste Schlacht auch schon spielen können. So, wir stehen natürlich jetzt im verbündeten Gebiet. Dadurch... Es müsste verbündetes Gebiet sein, das heißt, wir müssten da jetzt auch Verstärkung dann erhalten. Das ist natürlich jetzt eine etwas blöde Map. Wie schnell ist denn eigentlich unsere Kavallerie? Geschwindigkeit 80, die haben sogar 100. Ja. Und der Großkönig, das ist eine schwere Nahkampfkavallerie, ne? Ja. Was geht's? Ich denke mal, der Feind ist im Nahkampf auch überlegen. So, wir müssen erstmal jetzt über den Hügel reiten. Den Feind gesichtet. So, und hier müssen wir jetzt auseinanderreiten. Ich muss sagen, die Karte ist mir tatsächlich gerade ein bisschen hell. Optionen, Helligkeit und Gamma. Ich habe den ja immer auf 20, aber ich stelle jetzt mal... Nee, Gamma bringt mir jetzt nicht so viel. Macht wahrscheinlich allgemein Sinn, hier mal ein bisschen... Ja, Gamma kann ich oben lassen, aber Helligkeit ein bisschen runterzustellen. Gerade mit den höchsten Fraktionen macht das sicherlich Sinn. Ja.
Okay, jetzt haben wir ihn angelockt. Ah, da kommt jetzt andere Kavallerie. Haut ab, haut ab. So, gleich mal ein paar Speere noch dazu holen. So, jetzt holen wir unsere Schockkavallerie ran. Und auch Speere ziehe ich dazu. Und meinen Hauptmann hole ich nochmal dazu. Schwere Kavallerie können wir jetzt hier gebrauchen. So, geht ihr meinen Rücken. Wir machen die jetzt einzeln fertig. Ja, wir machen die einzeln fertig. Hier ein paar Speere noch dazu. So, das sieht gut aus hier erstmal. Das ist halt lästig, gegen Kavallerie zu kämpfen. Der Feind zielt auf unseren General ab! Beschützt ihn! So, da kommt jetzt die Kavallerie. Dafür haben wir jetzt die Speere auch rangeholt. Ja, die sind halt lästig, die feindlichen Einheiten. Die sind wirklich lästig. Also die Hunden, das macht wirklich keinen Spaß. So, schießt mal bitte auf die Infanterie. Oh, da ist der feindliche General auch drin. So, mal ein bisschen motivieren. Also gegen die Hunden hier zu spielen, das macht wirklich wenig Spaß. Wir müssen hier gucken, dass wir nach und nach die einzelnen Einheiten ausradieren. Weil die irgendwann auch keine Munition mehr haben. Aber der General, der müsste eigentlich bald fallen. Der feindliche General ist gefallen! So, der feindliche General ist tot, das ist eine gute Nachricht. So, dann kann ich die Schockkavallerie nämlich jetzt abziehen. Da sind nämlich haufenweise Fernkämpfer. Sehr gut, der feindliche General ist tot. Haut ab, haut ab. So, jetzt müssen wir das müssen wir ausnutzen. Der Feind hat eine etwas geringere Moral. Sie sind noch nicht am Ende. So, jetzt geht's hier erstmal auf die Männer ganzen Fernkämpfer. Viele Einheiten. Also gegen die Hunden zu spielen, das macht wirklich gar keinen Spaß. Die Männer fliehen! Steht und kämpft! Wir müssen ein bisschen mit der Schockkavallerie arbeiten. So, so, so. Bewacht den Onaga. Und holt euch vor allem die Fernkämpfer hier. Oh, jetzt kommen da auch nochmal Feinde, oder wie? Wo sind denn die jetzt hergekommen? Berittene Kriegsbande, das ist eine Nahkampfkavallerie. Ich muss aufpassen, mein Großkönig könnte sonst noch sterben. Rückzug. Unsere Männer fliehen vor dem Feind. Ah, mein Großkönig darf nicht sterben. Ah, das sieht aktuell echt nicht gut aus. Auch Speere mit drin. Nee, halt ab, halt ab. Halt ab.
Der Feind hat unseren General. Die Männer haben aufgegeben. Oh, jetzt ist mein General tot. Okay, der Großkönig ist tot. Ich meine, das war auch kein guter Großkönig, aber natürlich trotzdem blöd, wenn der jetzt gefallen ist. Tja, die weißen Hunden sind auf alle Fälle bessere Truppen als sie. Und ich komme mit dieser Taktik aber einfach noch nicht so richtig klar hier. Mit der Taktik der Bogenschützen. Mit der berittenen Bogenschützen-Taktik. Unsere Männer haben aufgegeben. Ja, das ist eine Niederlage. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Schade. Also es bleiben noch einfach noch Truppen übrig hier. Müssen eigentlich. Also die Armee dürfte nicht komplett zerstört sein. Aber es ist schon beeindruckend, weil das war unsere stärkste Streitmacht. Beim Feind bleiben noch ca. 1000 Mann übrig. Ich hoffe, dass mein Verbündeter mir jetzt hilft. Ja, es bleibt noch was übrig. So. Wichtig ist wirklich, dass der Verbündete jetzt hilft. Und der Großkönig ist gestorben. Ja, sehr gut. Sehr gut, er hat mir geholfen. Wir müssen bei unserem Gespräch. Er hat mir geholfen. Das ist wichtig, dass wir hier ein bisschen auch das Ganze koordinieren. Wir brauchen einen neuen Kommandanten. Nehmen wir hier Wohlstand aus Industriegebäuden, das finde ich immer gut. Dann haben wir jetzt hier die Rebellion, die auch gleich niedergeschlagen wurde. Feind im Kampf getötet, Erbfolge. Folgt auf Bahram, der Großkönig ist tot und das Zepter der Führung wurde weitergereicht. Lange lebe der Großkönig. Die Kartlier wurden besiegt. Das Ganze hier vergessen wir mal schnell. Dass das Kräfteverhältnis ein bisschen sinkt. Ja, die Kartlier wurden besiegt von Aranisch und das ist unser Verbündeter. Das heißt, dadurch, dass die jetzt auch mehr Einnahmen haben, profitieren wir von diesem höheren Tribut, der jetzt an uns fällt. So. Ja, die haben die fast vollständig hier besiegt. Das heißt, wir machen jetzt einfach den Rest. Und damit ist die Horde weg. Eine weniger. Bleiben noch zwei. Bleiben noch zwei. Aber der Großkönig ist eben gestorben. Ja. Aber sein Opfer wird in die Geschichte eingehen hier. Denn er hat sich definitiv für sein Volk geopfert und ja, den Vorstoß der Hunnen ins ja, persische Hinterland verhindert. So, das ist unser neuer Großkönig, Khosrau. Khosrau. Wie auch man den jetzt nennen will. Ja. Plus 15% des derzeitigen Werts an Korruption. Gut, dass der kein Statthalter ist. So, wir sind jetzt nur noch ausgewogen, oder? Oder wo sind wir jetzt aktuell vom Stärkerang? Hier, ausgewogen, genau. Da sieht man jetzt auch schon, wir bekommen etwas bessere öffentliche Ordnung jetzt auch mittlerweile hier ins Reich. Meine Worte sind die eure. So. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. Was bessere Einheiten brauchen wir nicht. Erfüllt eure Pflicht, Männer. Ich hole mir jetzt aber hier nochmal ja, zwei Einheiten persischen Herbern. Sicher, sicher. So, dann gehen wir ganz in Ruhe die Ereignisse durch. Das muss ich mir angewöhnen. In anderen Teilen mache ich das mal, weil das immer an der Seite dann aufploppt. Dann will man das loswerden. Aber hier muss man das mal ausklappen. Und ja, wir haben ganz viele Haushalte jetzt hier gewonnen. Öffentliche Ordnung bis zu plus 10 durch Zoroastrismus. Haushalt gewonnen. Autorität. Öffentliche Ordnung. Schwerer Übungsschild. Forschungsrate. Wir haben Abchasien entdeckt. Die Karte der wurden, wie gesagt, besiegt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, Abchasien, wo die Fraktion liegt. Ah, hier liegt sie. Neutrale Beziehungen, immerhin. Neutrale Beziehungen. Ungewöhnliche Wetterbedingungen hier. Ja, wir haben die feste Besteuerung des Landes erforscht und die Macht gegen Streitkraft mobil. So, dann können wir jetzt gleich die ganzen Befehle hier neu einsetzen, weil die waren ja fast alle auf die gleiche Armee hier gehetzt worden.
So, dass wir die weißen Hunden hier loswerden. Sprecht, mein Freund. Die wollen leider immer noch nicht handeln. Kommt und sprecht. Auch die Osttrümmer sind nicht interessiert. Oriens. Ich grüße euch im Namen des Staates. Östliches Christentum. Die haben anscheinend hier einen Aufstand gehabt, weil die Fraktion, die ist ja ganz neu hier jetzt entstanden. So, wir forschen mal weiter. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt erstmal noch hier auf die Zertifikate und Siegel und dann werden wir mal die Einberufung zwischendurch erforschen, dass wir bessere Speerträger erstmal rekrutieren können. Ja, bessere Speerträger sind dann auch vonnöten, aber erstmal noch die Industrie hier verbessern, Zertifikate und Siegel, wahre Macht durch Handel unterschrieben, versiegelt, ausgetragen, erhöht auch den Wohlstand aus Industriegebäuden um 5% und wir können eben die Webereien und die Lehmziegelmanufakturen ausbauen. So, unsere Agenten haben auch die ersten Upgrades. So, Bevölkerung inspirieren, verbessern. Und Religion verbreiten. Ja, nehmen wir mal. Beide haben auch die Verbesserung. Sehr gut. So, jetzt haben wir hier plus 5 und in der Region plus 8. Nur hier sieht es nicht ganz so gut aus. Aktuell. So, dann werde ich die mal zusammenfügen, weil das sind keine guten Einheiten. Die behalte ich mal jetzt, die vier persischen Bogenschützeneinheiten. Dann hole ich mir jetzt hier die Herbahn-Einheiten, die armenischen Speerträger zweimal. Die holen wir uns dazu und gehen wir wieder in unser Gebiet. Ne, wir bleiben hier. Hier haben wir eine höhere Verstärkungsrate als bei uns. Dann bleiben wir da erstmal. Was wir auch mal probieren können ist, für Persien würde ich die Welt umreisen. Wir können auch mal hier in den umliegenden Regionen schauen, was wir dort für Speerträger bekommen. Vielleicht haben die auch noch ähnlich gute Speerträger wie die armenischen. Und dann holen wir uns erstmal Herbanne aus den Nachbarregionen. Versuchen wir nach und nach erstmal die Peilgarn-Schar loszuwerden. Weil das sind nun wirklich keine guten Einheiten. So, hier baue ich jetzt mal die Weizenfelder aus. Und hier die Ställe, dass wir gleich die Kavallerie auch mit plus 10% Kampfgeschwindigkeit rekrutieren können. Das ist sinnvoll investiertes Geld. Ja, ja, wüsste ich jetzt auch erstmal nicht hier zu investieren. So, vielleicht schaffen wir es ja sogar noch auf diese Stufe hier. Ja, 14.000 Gold, 11.000 pro Runde, also versuchen wir erstmal hier ein bisschen einen Puffer aufzubauen, was das Einkommen angeht. So, die haben wir jetzt rekrutiert. Und die Befehle sind ja weiterhin klar hier, auf die weißen Hunden soll es gehen. So, die Stadt haben sie nicht ausgeraubt. Haben vielleicht sogar verloren. Weiter geht's. So, erstmal öffentliche Ordnung. Alles auf öffentliche Ordnung hier setzen. Am besten noch mehr öffentliche Ordnung, ja. Und hier müssen wir dezimieren. Ganz wichtig. Weil die haben eine Schlacht verloren. Dadurch herrscht hier erstmal Unruhe in der Armee. Dezimierung, das ist wirklich... sind zurückgekehrt, haben die Stadt noch zerstört. Dezimierung ist schon eine Ordnungsmaßnahme, die schon doch schwerwiegend ist. Also natürlich stellt es die Moral und die Disziplin wieder her, aber ja, Männer töten, die eigentlich für das Reich sterben können, das ist natürlich ja schwierig. Mein Angebot wurde kompliziert. Und Parthien wurde vernichtet. Das war die letzte Stadt, die zu Parthien noch gehört hat. In Osrhoene ist wieder eine Rebellion bevorstehend. Für Shahriar haben wir minus 10 Einfluss. Nicht alle politischen Intrigen sind von Erfolg gekrönt. Der Ruf dieses Mannes wurde durch sein Unglück besonders besonders ruiniert. So. Bau abgeschlossen. Das Ausrüstungslager. Das ist eine gute Nachricht.
So, Dezimierung hat sicherlich jetzt hier die Integrität wieder hergestellt. Ja, wir haben wieder ein bisschen mehr. Ich werde mal noch eine neue Dezimierung beordern. So, hier könnten wir noch persischen Heerbanner rekrutieren. Das sind aber exakt dieselben Einheiten, die wir auch haben. Davon gleich 12 Stück an der Zahl. Nee. Lieber nicht. Hier haben wir nochmal armenische Speerträger. Die hole ich mir jetzt einfach mal nach und nach dazu. So, hier ist unser Nachbar Aria und Makran. Das sind auch noch Gebiete, wo ich gerne noch ein paar Heerbanner mehr rausholen möchte. Aber hier möchte ich erstmal in zwei Runden den Aufstand haben, dass ich den niederschlagen kann. Da haben wir einen neuen Aufstand, der bevorsteht. In Osröne haben wir Nahrungsmittelknappheit gelöst, Macht gegen Streitkraftmobil. Die ziehen jetzt alle gegen die Weißen Hunden in den Krieg, so wie ich mir das auch gedacht hatte. Das heißt, die Weißen Hunden, die werden jetzt hier auf alle Fälle sehr viele Probleme mit meinen Tributstaaten bekommen. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden, bedanke mich für das Interesse, was wieder mal gezeigt wurde, indem ihr hier auf Play gedrückt habt. Und das nächste Mal geht es dann in eine wunderschöne Zukunft. Wir haben Aufstände hier niederzuschlagen. Wir holen uns weitere Heerbanner aus den umliegenden Regionen, weil die Truppen teilweise einfach besser sind als unsere eigenen. Und dann bin ich mal gespannt, wie sonst weitergeht. Wirtschaftlich sieht es fantastisch aus. 25.000 haben wir bereits beiseite gelegt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.